Soundcheck in einer stillgelegten Fabrikhalle. Nicht für ein Rockkonzert, sondern für einen Gottesdienst. Das Vorbereitungsteam vom BDKJ steht vor ungeahnten Herausforderungen. Beispielsweise, dass hier einfach alles komplett mit diesem Schmutz voll ist und man nirgends irgendwie was aufbereiten kann, was hinlegen, um irgendwas vorzubereiten, sondern immer mal darauf achten muss, dass man Tische hat oder sowas. Was dafür kleine zu mir kommen? Ich habe bloß Hocke für euch. Was will ich gerade meinen Namen? Linus ist früh angereist und unterstützt das Team. Das ist ein Hocker. Für ihn spielt der Jugendgottesdienst eine wichtige Rolle. Die Kirche, die bleibt einfach jetzt über, die bleibt, wenn sie sich nicht weiterentwickelt, bleibt sie aber auf ewige Zeit das so. Und es kommen immer nur weniger Leute in die Kirche. Und wenn man das jetzt versucht zu ändern und die Kirche interessanter macht für Jugendliche und auch ein anderes Bild von der Kirche zeigt, was Kirche auch sein kann, dann ist das ja ein guter Input für die Zukunft für die Kirche. Nicht nur die Location, sondern auch das Thema des Gottesdienstes ist außergewöhnlich. Es geht um einen Haken. Wir kamen selber auf das Thema, weil wir gesagt haben, einen Gottesdienst in der Fabrikhalle, wo ist denn da der Haken? Und dann kamen wir eben auf das Thema, dass halt, ja, es auch Haken im Leben gibt, die einfach einen ja, manchmal irgendwie einschränken, aber man auch Haken irgendwo dahinter setzen kann, wenn irgendwas gut gelaufen ist oder wenn man stolz ist auf was. Nico und Maria gehen die Sache mit dem Haken kreativ an. Wo ist der Haken? Kerzenlicht. Gottesdienst leben. Jesus Nähe spüren. Wo ist der Haken? Dort. Die Jugendgottesdienste finde ich immer cool, weil es so ein bisschen lebendiger, ein bisschen gechillter sozusagen ist. Und man, also ich fühle mich so ein bisschen freier und kann so ganz ich selbst sein, finde ich. Das finde ich richtig cool, ja. Ja, vor allem hier dann halt mit der Kulisse, also ja. Das ist nochmal ganz cool. Anders, eine ganz andere Atmosphäre an sich halt auch. Und es ist schon was Besonderes. Also nicht wie sonst in der Kirche. Nicht ganz wie sonst dürfen sich auch diese Minis mit dem Weihrauch mal so richtig austoben. Daumen hoch und Haken dran.